Hallihallo und einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen hier bei uns im Whiskyhort. Olaf und Massa grüßen euch. Eine kleine Wand haben wir uns heute aufgestellt. Frisch eingetroffen, vor einer halben Stunde ungefähr. Unsere neueste Eigenabfüllung, die wir uns mit den Freunden von der Firma Vizita Flickenschild in Itzehoe teilen. Ihr seht es an den Verpackungen, das ist eine Abfüllung von Malts of Scotland. Es ist ein Bunner Heaven, peated. Und was ein bisschen ungewöhnlich ist, weil es halt nicht so arg häufig vorkommt, der kommt aus einem Brandy Hogshead. Es sind insgesamt 238 Flaschen abgefüllt worden nach 13 Jahren, 12, 13 Jahren. Die Angabe bei Malts of Scotland gibt ja nie das genaue Datum an. Die Jahreszahl ist immer geprägt. 2007 destilliert, 2020 abgefüllt mit 55,1%. Bei der Entscheidung für dieses Fass hatten wir natürlich ein Sample und das hat uns schon sehr gut gemundet. Jetzt ist das Ding da. Wir sehen zum ersten Mal auch die Farbe und ich finde, der sieht schon richtig gut aus und bin gespannt, ob er den jetzt auch so schmeckt wie das Sample. Sollte er normalerweise. Bitteschön, Massa. In der Nase schon mal sehr schön. Ist noch ein bisschen kalt, obwohl wir den mal kurz auf die Heizung gestellt hatten, aber zu sehr wollten wir ihn dann auch nicht erwärmen. Von daher kommt er noch ein ganz klein wenig verhalten rüber, aber wenn ich ihm jetzt etwas Wärme gebe, ich glaube, das ändert sich schnell. Richtig schöne Torfnote. Gut rauchig, geht so ein bisschen ins Maritime. Feine Salznote dabei. Macht so ein bisschen den Eindruck von Gischt am Meer. Dazu eine leichte Süße. Ganz entfernt, so eine ganz, ganz dezente, speckige Note. Er wirkt dabei recht elegant. Also nicht so, dass der Rauch jetzt total brachial daherkommt, einen überfällt, schon deutlich spürbar, aber durch das Brandy Hogshead finde ich sehr abgerundet, sehr weich, geradezu smooth kommt der daher. Jetzt wird es leicht fruchtig. Ein ganz klein wenig Richtung reife Birne. Hauch von schwarzem Tee strömt mir in die Nase. Aber nichts irgendwie säuerliches, spritziges, sondern eher süßlich, fruchtig in den Aromen. Bisschen Melone dabei.
Gefällt mir tatsächlich sehr gut. So eine leichte Teignote, so ein bisschen wie Shortbread noch dabei. Sehr schön. Ich bin gespannt. Slange. Da ist der Rauch jetzt prägnanter. Kommt deutlicher. Kommt ein bisschen aschiger rüber. Auf der anderen Seite durchflutet geradezu eine unglaubliche Süße den Mund. Fängt den Rauch sehr schön ein, bündelt ihn, umhüllt ihn. Der ist total weich, mild, trotz der, was waren es jetzt, 55,1%. Ja. Man merkt schon, dass er halt fast stark ist. Insbesondere so hinten raus, die Aromen bleiben recht lange. Ich habe aber auch hier wieder diese Süße, so eine leichte Teignote. Ich bin auch hier wieder bei reifen Birnen. Melone nicht mehr ganz so deutlich. Wie gesagt, der Rauch dafür kräftiger, aber alles schön umhüllt von dieser Süße, von diesen leicht fruchtigen, leicht teigigen Noten. Gefällt mir richtig gut. Und ich habe gerade einen mega Spaß, dass wir uns dieses Fass mit unseren Freunden aus Itzehoe geteilt haben. Yannick, schönen Gruß. Den haben wir, glaube ich, gut ausgewählt. Bin mir sicher, du wirst mir zustimmen, wenn ihr eurer Lieferung habt und du dann auch endlich mal so einen richtigen Dram probieren kannst. Bisher waren es ja nur 2 CL, die wir uns mit mehreren Leuten geteilt haben. Da ist das natürlich immer ein bisschen eingeschränkt, aber passt. Richtig tolles Ding. Wir haben es Masa für diese Woche noch im Vorverkauf, ne? Bis Sonntag einschließlich noch für 119 Euro. Danach für 129 Euro, falls denn noch was da ist. Ungefähr die Hälfte ist schon vorbestellt und ihr könnt euch drauf freuen. Richtig lecker Ding, macht viel Spaß im Glas. Mir auf jeden Fall und ich bin sicher euch auch. Von daher wünsche ich euch den schon jetzt. Überbrückt die Zeit bis dahin mit irgendwas anderem, was ihr zu Hause habt. Da wird euch schon was einfallen. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Habt noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao.